Der Wochenrückblick von motorradonline.de. Wir zählen die Folge 121 Mahlzeit. Heute geht es um 125er, die es bei uns leider nicht gibt. Eine neue Guzzi, die es vielleicht bald gibt. Einen 40 PS Bobber, den es gibt. Eine MV, die es wohl nur kurz gibt. Und über einen neuen Motor von Suzuki, den es zwar schon gibt, aber dem wohl noch etwas fehlt. Verwirrt? Ich auch. Das macht nichts. Denn das alles wird euch präsentiert von FC Moto, dem Online-Shop für alle Motorradfahrer und die, die es werden wollen. Dein Online-Shop für Motorradbekleidung und Ausrüstung. Mehr als 100 Top-Marken, mehr als 200.000 Produkte. Weltweiter Versand und Bestpreisgarantie. Kaufe jetzt bei FC Moto. Suzuki hat eine Erfindung zum Patent eingereicht über eine neue Art der variablen Ventilsteuerung, also ein System, das Steuerzeiten, Ventilanzahl und oder Ventilhübe einlassseitig ändern kann, um in unterschiedlichen Drehzahlbereichen mehr Füllung in den Zylinder zu bekommen. Bekannteste Vertreter dürften da auf zwei Rädern Honda sein mit den 800er VTEC-Motoren oder die aktuelle S1000-Baureihe, die teilweise den Shift-Cam-Motor hat, also diese verschiebbare Nockenwelle, oder jetzt ganz neu die KTM 1390 Super Duke mit dem Camshift-Motor, also im Prinzip das BMW-System nur anders benannt. Und Honda ist mit dem VTEC passend auch im Kontext Suzuki, denn bei der VTEC in den VFR-Motoren wurde per Öldruck ein Gleitstift ab 6800 Touren bewegt und da wurde ein zusätzlicher Kipphebel aktiviert, der quasi von 2 Ventilen auf 4 Ventile umgeschaltet hat und gleichzeitig noch ein schärferes Nockenprofil aktiviert hat. Und genau so ein Gleitstift möchte Suzuki auch in ihrem Twin nutzen. Sprich, die beiden immer öffnenden Einlassventile werden dann ab einer bestimmten Drehzahl weiter und etwas länger geöffnet, wobei das weitere Öffnen das längere ein Stück weit bedingt. Und sie hat primär mehr Ventilhub erzeugt, was bei hohen Drehzahlen und hohen Gasgeschwindigkeiten mehr Füllung erzeugt. Und jawohl, liebe Yamaha 125er Fahrer, das kennt ihr, denn seit 2019 gibt es ja diesen VVA-Motor in den 125er Motorrädern und Rollern. Und ihr kennt das, denn Yamaha nutzt das gleiche Prinzip und auch Piaggio hat vor einigen Monaten eine ähnliche Erfindung für einen neuen Vespa-Motor angemeldet. Der Unterschied zur aktuellen Suzuki-Erfindung, Suzuki hat es eben an einen Zweizylinder angedockt, sprich Zweizylinder, je 2 Kipphebelsysteme einlassseitig und es sind dann auch wohl 2 Stifte zu bewegen. Und da der Motor von Suzuki, ihr seht es hier im Lay, hat dann auch noch sehr oldschoolig einen zentralen Steuerkettenschacht hat, sind dann die Abstände der einzelnen Teilsysteme doch schon weit. Und diesen Motor, den gibt es auch schon. Als 250er ist der in Asien und in den USA im Einsatz, in der GSX-R oder in der V-Strom 250. Wann Suzuki dann diesen Twin mit dieser Ventilsteuer bringt, ist nicht bekannt. Und wie viel mehr Leistung, weil aktuell hat dieser Motor 24,5 PS und 24 Newtonmeter, was da dann noch on top kommt, kann ich euch auch nicht sagen, nur mutmaßen. Und das tue ich nicht. So, zwischendurch noch was in eigener Sache. Aktuell läuft ja noch die PS-Leserwahl und an der könnt ihr noch bis zum 11. April teilnehmen. Also bei PS schauen, unserem Schwestermagazin für sportliches Motorradfahren, Lieblingsmotorräder, Lieblingsmarke für das Jahr 2024 wählen und gleichzeitig am Gewinnspiel teilnehmen, wo es dann als Hauptgewinn dieses Jahr eine brandneue Yamaha MT-09 abzustauben gibt. Außerdem dann noch so lustige, nützliche Sachen, Reifensätze, Helme, Bekleidung, alles mögliche Zubehör. Zur Abstimmung kommt ihr unten im Link und ich lese ihn auch nochmal vor, www.leserumfragen.de/ps-wahl. Da kommt ihr hin. Los geht's, bis zum 11. April habt ihr noch Zeit teilzunehmen. Und jetzt reden wir noch über die brandneue MV Agusta Enduro Veloce. Wobei brandneu, naja, die ist ja schon etwas länger angekündigt und kam dann im Herbst bzw. Winter letzten Jahres dann als Sondermodell Orioli auf den Markt. Fleißige Alkmaar Kuka werden sich erinnern. Und jetzt das Serienmodell heißt also Enduro Veloce. Anfang April 2024 ist vorgestellt worden. Technisch alles wie bekannt, neuer Triple, 931 Kubik, 124 PS, 102 Newtonmeter Drehmoment, also schon recht stark. 21-17 Bereifung, ganz interessant. 210 mm Federweg vorn wie hinten, 224 Kilo trocken, 870 mm Sitzhöhe, also das Ding meint es schon ernst. Die 224 Kilo sind, wie gesagt, trocken, also mit Sprit dann so um die 235 Kilo sollten möglich sein.
Ausstattung komplett, schräglagenabhängige Systeme, allen Pipapo. Preis wohl sehr hoch, dürfte im Bereich der Ducati Desert X Rally liegen, also um 22.000, wobei ich bedenke, es ist eine MV, also das Ding wird noch richtig teuer werden. Und wer Interesse hat, der sollte sich meiner Meinung nach, denn die darf auch mal erlaubt sein, sputen, denn der neue Chef von MV, Hubert Runkenpolz, der vom neuen Hauptanteilseigner KTM kommt, wird, denke ich, die Enduro bald abcanceln. Denn nicht nur er, sondern auch sein Chef, Stefan Pierer, sagt, dass irgendwie Enduro und MV nicht so ganz zusammenpassen. MV Agusta ist laut deren Meinung keine Marke für Reise-Enduro, sondern MV soll exklusiv bleiben, sportlich bleiben. Und wer da ein bisschen mehr drüber wissen will, schaut mal unten, da haben wir den Link zum Interview mit dem aktuellen MV-Boss Hubert Runkenpolz auf motorradonline.de. Ein exklusives Interview. Jetzt waren wir geschwind noch im KTM-Kosmos und kommen zu CF Moto. Deren Motorräder vertreibt KTM ja seit ein bisschen über einem Jahr. Und neu im Angebot für Europa ist die 450 CLC. Ein A2-Bobber mit 449 Kubik, 40 PS und 181 Kilo Gewicht. Optisch adrett gestaltet, vergleichbar mit der Kawasaki Vulcan oder der Eliminator 500 von Kawasaki oder eben der Honda Rebel 500. Interessant ausgestattet, TFT-Rundinstrument mit Connectivity kommt ab Werk. Traktionskontrolle ebenso, schön gemacht, Upside-Down-Gabel vorn mit radial verschraubter Bremse, große 320er Scheibe vorn, das Ding macht schon auf dicke Hose. Ebenso dick die Reifen, 130, 90, 16 vorn, 150, 80, 16 hinten, also Ballonreifen. Und gar nicht mal so dick für das Ding muss die Brieftasche sein, denn in Deutschland startet die 450 CLC ab 5.790 Euro. Der Vergleich, die ebenfalls neue Kawasaki Eliminator 500, was ja im Prinzip das gleiche Konzept ist, kostet 6.495 Euro in Deutschland. Kommen wir zu Honda, besser Honda Thailand, denn die sind ein sprudelnder Quell an Sondermodellen. Vor allem die knuffigen 125er Monkey und Dax stehen dort wohl hoch im Kurs. Letzte Woche waren es nämlich gleich zwei neue Monkeys im Stile von Star Wars und ich bin da ja sehr traurig, keine zu haben. Eine markiert oder lackiert für die helle Seite, eine für die dunkle, alles schön mit Wassertransferdruck aufbereitet. Es gab nur 150 Stück pro Sorte, also pro Seite. Dazu gab es dann Lederjacke, Lichtschwerter, ich glaube aber keine echten. Ein Leuchtschild, Schlüsselanhänger, allen Pipapo, haben in Thailand nur umgerechnet 2.900 Euro gekostet und nach knapp einem Tag waren alle 300 weg und ich habe keine bekommen. Ist auch ganz gut so, weil fahren dürfte ich sie eh nicht, denn die Honda Monkey, jeder weiß es, darf nur 105 Kilo tragen und da bin ich ein bisschen drunter, drüber und so könnte ich mir die Kiste halt einfach nur ins Wohnzimmer stellen, wäre auch ganz nett. Sondermodell à la Thai Nummer 2 von Honda ist diese Woche die ST125 DAX Version 1978. Im Grunde eine DAX mit Sonderlack wie die ST50 von Manarettes 1978, also schön in schwarz mit Stickern, ganz nett gemacht. Die 2024er Version dann eben mit diesen Dekorklebern, einem Taschenhalter aus Chrom, Chromfender vorne, einem Cappy dabei und einem Shirt. Aufpreis in Thailand nur 250 Euro umgerechnet. Und ich glaube, das Teil würde dem deutschen Markt auch ganz gut stehen. Ich wäre auf jeden Fall interessiert. Zuladung müsste ich dann halt mal checken. So, Guzzi, Freunde, aufpassen. Es könnte nämlich eine neue California geben. In den USA hat Piaggio den Markennamen erneut schützen lassen. In Europa läuft der aktuelle Schutz noch bis 2032, also ist vor 2 Jahren erneuert worden. Basis könnte mindestens mal die neue V100-Plattform sein und der Kollege Oberdan Betzi, ihr seht, hat sich schon mal Gedanken gemacht, wie sowas aussehen kann, auch als Bäcker und Cruiser, wie auch immer. Und hat das Ganze allerdings V120 genannt. Er bohrt den Motor also in seinem Geiste schon mal auf. Ob jetzt dieser neue V2, der hat aktuell 1042 Kubik, was der noch an Hub und Bohrung zulässt, ohne jetzt alles ändern zu müssen, kann ich euch nicht sagen. Die letzte Kali hieß ja 1400 hinten und war nicht wassergekühlt. Und nach der Mandello und der Stelvio könnte ja die California kommen, wobei der Guzzi-Fan zwischendrin noch eine Griso, eine Bellagio oder gar eine Le Mans vermissen würde. Mal sehen, was da noch kommt. Und das war auch schon wieder der FC-Moto-Wochenrückblick von motorradonline.de. Und die einzig wahre Frage heute kann nur sein, Jedi oder Sis, welcher Monkey darf es denn sein? Au revoir und ciao.
Dein Online-Shop für Motorradbekleidung und Ausrüstung. Mehr als 100 Top-Marken, mehr als 200.000 Produkte. Weltweiter Versand und Bestpreisgarantie. Kaufe jetzt bei FC Motor.